Das ist so typisch. Jetzt trete ich das erste Mal wieder vor die Kamera und habe mir dabei nicht wehgetan. Da geht irgendwann mitten in der Moderation das Mikro aus. Grüße Sie und grüße euch. Ich stehe im Schnee. Nicht um irgendjemanden zu provozieren, sondern um anzumerken für alle die, die schon ihre Sommerreifen draufgezogen haben oder draufziehen wollen. Das kann nochmal kommen und das wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch kommen, besonders im Berg- und im Alpenvorland. Und das ist ein Bild aus Mitte April 2021, wo auch uns der Februar und der März schon vorgegaukelt haben, es geht in den Frühling und dann kamen noch einige Wintertage. Seid bitte vorsichtig. Aber um die Gemüter zu beruhigen, bevor da wieder irgendjemand auf die Idee kommt, wird ja gern gemacht, ich hätte den großen Schnee angekündigt, nehmen wir ein neutrales Bild für den Hintergrund und schauen uns die Mittelfrist an und beginnen mit dem europäischen EZMWF-Modell, mit der Wetterlage vom letzten Tag des Vorhersagezeitraums, Tag 10, das wäre der 30. März. Da hätten wir dieses Hochdrucksystem, das wir momentan bei uns liegen haben, etwas nach Nordwesten verschoben und es käme so ein, naja, mäßiger Polarluftvorstoß. Von den Temperaturen her ist er relativ kalt, aber die Niederschläge hielten sich in Grenzen mit einer Beule der minus 10 Grad Isotherme über dem Nordosten Deutschlands. Es sind sogar laut Modell hier dann ein paar Zentimeter Schnee dabei. Das kann auch im Tiefland passieren, bei der richtigen Luftmasse. Und die Witterung, die wir jetzt haben, oder die gesamte Wetterlage, das hat ja nichts mit der Jahreszeit zu tun, sondern es ist die Wetterlage, die extrem ist am obersten Ende. Was würde denn passieren, wenn das Ganze in die andere Richtung geht? Dann hätten wir nochmal tiefstes Winterwetter. Lasst euch von der schönen Witterung nicht ins Boxhorn jagen. Und übrigens auch, wir diskutieren jetzt nicht wieder über den Sonnenscheinrekord. Den haben wir heute Morgen besprochen, den wird es geben, den müssen wir nicht in jeder Sendung behandeln. Das amerikanische GFS-Modell zeigt eine aufkommende Nordwestlage und Eintrogung. Hier haben wir ein riesiges System an Kaltluft, an hochreichender Kaltluft und die wartet darauf, nach Süden durchzubrechen. Und da käme eine Kaltfront herangezogen mit der minus 5er über der Mosel-Main-Linie und dann wird es immer kälter werden. Also nasskars, kaltes Wetter, typisches Aprilwetter. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückgehen auf das europäische EZMWF-Modell. Wir haben hier immer auf die Kälte geschaut. Schaut mal hier auf die Hitze, die über Nordafrika herangezogen kommt. Plus 25 Grad in 1500 Meter Höhe nimmt Kurs auf den südlichen und östlichen Mittelmeerraum. Da könnte es die erste massive Hitzewelle geben. Das amerikanische GFS-Modell sieht allerdings die Ausbeulung der Hitze über dem Süden der Iberischen Halbinsel. Andalusien wäre da dran mit der großen Hitze. Und wenn wir uns die gemittelte Wetterlage für diesen Zeitraum anschauen, um den 30. März, dann haben wir hier wieder dieses kalte Tiefdrucksystem über Nordwestrussland, dem Baltikum, Nordskandinavien, dem Nordmeer, mit Kurs auf Zentraleuropa und wir wären mittendrin. Und auf der anderen Seite mit dem Tief vor der Iberischen Halbinsel und dem Hoch über dem östlichen Mittelmeerraum und über dem östlichen Nordafrika käme dann Heißluft herangezogen und wir liegen mal wieder genau dazwischen. Zwischen der von Norden herankommenden Nordmeerkälte und von der Süden heranrollenden ersten Hitze der Saison, Sommersaison 2022. Bei uns noch alles im wahrsten Sinne des Wortes im grünen Bereich. Aber so schön und vor allen Dingen so trocken wird es nicht weitergehen. Schauen wir mal auf die Niederschlagssummen bis zum 31. März nach dem amerikanischen GFS-Modell mit dem sogenannten Nullerlauf. Der würde im Westen dann schon ein paar Niederschläge bringen, im Osten nicht viel. Aber hier wären wir ganz, ganz, ganz weit von einem neuen Märzrekord nach 1929 entfernt. Der Sechserlauf war dann wieder relativ trocken, aber auch hier würden diese Niederschläge ausreichen, um einen neuen Trockenrekord zu verhindern. Also den wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht geben. Jetzt schauen wir mal auf die Ensembles. Ihr kennt die Linien. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie ist das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bund finden. Und manche monieren, dass ich diese Temperaturen nehme und nicht die in 2 Meter Höhe. Warum nehmen wir die? Weil ich etwas mehr verlange von euch, um mitzuverfolgen, welche Wetterlage wir haben. Wir können aus 2 Meter Temperaturen
gar nichts rauslesen. Aber wir können aus den Ensembles in 1500 Meter Höhe jede Menge rauslesen. Es kann sein, dass die Temperaturlinien hier ganz weit auseinander gehen, aber unten sind sie ähnlich. Aber das kann man nur hier raus erkennen. Und da ist es erstmal überdurchschnittlich warm im Norden Deutschlands und Richtung Ende März kommt der Absturz. Das ist der sogenannte Hauptlauf, den wir eben gesehen haben. Da sind aber einige Läufe dabei, die stürzen schon vorher ab und auch vor allen Dingen viel weiter unten. Und diese Linie hier, das ist die 10 Grad minus Isotherme in 1500 Meter Höhe, die würde für Glätte und Schnee bis ins Tiefland sorgen. Und es kann jederzeit passieren, dass es in den Abend-, Nacht- und Frühstunden dann Glätte durch Schnee, Schneematsch und überfrierende Nässe gibt, auch wenn es tagsüber alles wieder verschwindet. Und hinten raus sind die Temperaturen im Vergleich zum langjährigen Mittel unterdurchschnittlich. Außerdem nehmen die Niederschlagssignale deutlich zu. Die trockene Phase wird dann also zu Ende gehen. Im Westen Deutschlands haben wir erst einmal das blaue, flatternde Band des Frühlings. Es ist schön, es ist sonnig, es ist trocken. Und dann kommt auf Stufen der Absturz zumindest mal in Richtung langjähriges Mittel mit einem großen Range zwischen den wärmsten und den kältesten Läufen, die schon extrem sind. Außerdem nehmen die Niederschlagssignale deutlich zu. Und hier ganz am Anfang erkennt man übrigens den Kaltlufttropfen. Und die, die im äußersten Westen wohnen und in den Benelux-Ländern, haben jetzt mal wieder erlebt, was so ein Kaltlufttropfen anrichtet. Kann, der in den unteren Wetterkarten nicht drin ist, sondern nur in den oberen Wetterkarten. Und der kann die Prognose vollends verhageln. Da hört man dann irgendwo Sonnenschein, ein paar harmlose Wolken und es ist eigentlich trüb und regnet und fast 10 Grad kälter als angekündigt. Das ist ein Kaltlufttropfen. Also hier kommen wir darauf zurück, gehen die Temperaturen deutlich nach unten und die Niederschlagssignale nehmen zu. Im Osten haben wir nur kurz mal einen Peak von überdurchschnittlichen, sonst durchschnittlichen Temperaturen, später unterdurchschnittlich und es sind viele Läufe dabei, die fast an die minus 10 Grad Isotherme rangehen. Außerdem nehmen auch hier die Niederschlagssignale deutlich zu. Im Süden Deutschlands auch erst einmal der Frühlingsritt, alles ist schön, alles ist fein, der Schnee schmilzt in den Bergen, weil wir eben den Sahara-Sand und Sahara-Staub haben. Der nimmt die ganze Wärme auf und lässt den Schnee schmelzen und dann kommt der Schnee in den Bergen zurück. Hier deutliche Niederschlagssignale. Temperaturen gehen ebenfalls nach unten. Und ich habe jetzt die minus 5er genommen statt der minus 10er, weil der Süden Deutschlands durchschnittlicher viel, viel höher vom Land ist. Und da reichen minus 5 Grad in 1500 Meter Höhe. Das ist meinetwegen mal in Nürnberg, in Augsburg oder auch in Stuttgart in höheren Lagen über Nacht mal kurz schneien kann. Morgens ist es glatt, am Nachmittag haben wir dann 10 Grad plus und Sonnenschein und die Vögel zwitschern. Und morgens hatte man eben die Glättepartie. Wir wollen uns mal ganz kurz noch das hier anschauen, was an Niederschlägen noch dazukommt. Wir haben ja eben nur bis zum 31. März geguckt und gehen jetzt noch mal 4 Tage weiter, bis zum einschließlich 4. April. Da hätten wir nach dem Nullerlauf im Westen Deutschlands zwischen 20 und 50 Liter Regen auf den Quadratmeter oder Schnee, im Osten zwischen 15 und 30. Da kommt also dann was runter und es ist der Beginn einer Niederschlagsperiode, die kommt. Der sogenannte Sechserlauf hat insgesamt ein bisschen weniger Niederschlag gebracht, außer im Norden, da ist es ziemlich ergiebig, am Südrand der Mittelgebirge weniger und an den Alpen dann sehr viel. Das deutet hier in dem Modelllauf auf eine Nordlage hin. Mit Stauschneefällen in den Alpen, in den Hochlagen der Alpen, würden die Alpen zugeschüttet werden mit Schnee. Da ist dann irgendwann diese Sahara-Schicht im späten Frühjahr und im Sommer, wenn man da so einen Schnitt macht, irgendwo so eine dunkle Linie drin. Aber Achtung, wir schauen uns das mal an, was da rein theoretisch als Schnee runterkommen würde und wie die Schneedecke am letzten Tag wäre. Das wäre am 5. April um 8 Uhr in den Frühstunden. Am Alpenrand gäbe es da um die 30 cm Schnee. Nochmal, das ist konjunktiv. Ich habe jetzt keine Prognose gemacht, weil das ja gern mal gemacht wird, dass dann woanders gesagt wird, es wird gesagt, da kommt ein Schneechaos. Nein, es ist eine Modellberechnung, die das theoretisch an Schnee berechnet und sie zeigt, was um diese Jahreszeit noch möglich ist. Wer im Alpenraum wohnt, darf auf keinen Fall mit Sommerreifen fahren, mindestens nicht bis Ostern. Und jetzt gehen wir mal in die 35-Tage-Trends ganz kurz in die Mitte Deutschlands. Wir schauen hier weniger auf die Temperaturen, die sind relativ durchschnittlich, aber auf die Niederschläge, weil ja viele jetzt so Angst bekommen und es wird ja auch gern Angst gemacht,
Bange machen wegen der Trockenheit, die da ist. Erstens mal haben wir einen nassen Monat hinter uns. Der Februar hat sehr viel Niederschlag gebracht und die Landwirte sind einfach froh, dass sie die Böden befahren können. Und jetzt kann das ganze Saatgut ausgebracht werden und die Niederschläge kommen. Sie gehen Ende März los und ziehen sich, so wie es momentan aussieht, komplett durch den April. Der April will da keine stabile Hochdrucklage mehr bringen, sondern eher typisches Aprilwetter, wechselhaft mit Regen, Schnee und Graupelschauern, dann auch mal wieder mit längeren Niederschlagsgebieten. Dieser Monat wird wohl viel von dem wettmachen, was der März in die andere Richtung gebracht hat. Und wenn wir, jetzt haben wir uns Deutschland angeschaut, noch auf die Alpen-Südseite gehen, hier für Kärnten, Klagenfurt, durchschnittliche Temperaturen, später mal ein bisschen vorübergehend, zumindest überdurchschnittlich, ist nicht so wichtig. Dann sehen wir auch hier die Niederschläge. Warum sind die Ausschläge hier deutlich höher als beispielsweise im Flachland in Deutschland? Weil wenn hier mal ein Tief unterwegs ist, dann ballert das auch mal gern von Süden gegen die Alpen und dann haben wir Stau, Schneefälle bzw. Regen in den Niederungen. Und wenn wir uns das anschauen und das, und dazwischen liegen ja die Alpen, das Ganze bei durchschnittlichen Temperaturen, dann werden der Alpenraum und die höher gelegenen Gebiete der Mittelgebirge noch immer mal wieder Schnee bekommen, aber vor allen Dingen die Alpen in mittleren und hohen Lagen bekommen im April noch mal sehr viel Schnee ab. Drum im Alpenraum haben Sommerreifen noch überhaupt nichts verloren, weder diesseits noch jenseits der Alpen. Und wir brauchen keine Angst haben, dass da eine etwaige Trockenheit kommt. Die Natur bekommt ganz viel Niederschlag im April nach diesen Wetterkarten. Schön gleichmäßig und besser kann es nicht sein. Bis morgen.